Hey Leute, warte, willkommen zu einer Folge von Brawlstars. Falls ihr euch übrigens fragt, ey Brawlstars, wann hast du Geburtstag? Heute ist das Spiel nämlich ein Jahr alt geworden. Macht so Spaß hier. Und viele dachten, ja okay, heute kommt der Brawl Talk raus. Heute muss der Brawl Talk rauskommen. Ich dachte auch, dass es heute so ist. Stand jetzt, wo ich mein Video aufnehme, ist der Brawl Talk noch nicht angekündigt oder rausgekommen, aber wir haben dafür was anderes gekriegt, was sehr, sehr cool ist. Und zwar als Feier, dass das Spiel jetzt ein Jahr alt ist, gibt es ab heute jeden Tag bis zum 24. Dezember eine kleine Überraschung im Shop. Und heute haben wir eine gratis Megabox. Die ist noch nicht bei jedem im Shop, das wird halt nach und nach aktualisiert. Also falls sie bei euch noch nicht im Shop ist, einfach mal ein paar Stunden warten und die kommt dann halt schon. Und das Gute ist ja, ich habe ja mehrere Accounts. Ich habe ja einen Level 1 Account, ich habe einen Pay-to-Stan Account, ich habe einen Team Account. Ich habe glaube ich noch einen vierten Account, wo ich gar nicht mehr weiß, warum ich ihn habe. Und viele Megaboxen werden wir heute öffnen, aber vielleicht ziehen wir ja was Krasses. Öffnen wir erstmal die gratis geschenkte Megabox zum Geburtstag. Dankeschön. Eigentlich ist es hier umgekehrt. Eigentlich muss ich ja was schenken, ne? Vielleicht morgen. Vielleicht ein andermal Supercell. Okay, gönnen wir uns die Megabox. Dankeschön, Supercell. Was ist da drin? Da haben wir drin 453 Münzen, 2 Tickets und 3 Juwelen. Da waren jetzt halt keine Powerpunkte drin, weil bei meinem Account bin ich halt schon ausgemaxt quasi. Ich kann auch Star Power ziehen. Sogar eine ganze Menge kann ich noch ziehen. Da habe ich halt, ich habe glaube ich erstmal die Hälfte von denen, die ich ziehen kann. Also da fehlt echt noch eine ganze Menge so. Level 1 Account. Bei diesem Account ist jeder Brawler auf Level 1. Wir haben ja auch die Megabox. Ja. Gönnen wir uns die mal. Der Account ist verflucht. Das heißt, hier ist die Chance gar nicht so gering, dass wir was ziehen, weil wir haben ja schon Leon zum Beispiel. Okay, komm. Oh nein. Okay, öffnen wir die mal. Was ist da drin? Und da drin ist 5. Okay, da ist nichts drin. Aber Münzen. Punkte, die ich nicht benutzen will. Kann ich auch nicht benutzen. Kann ich nicht benutzen. Und ein Ticket. Und 3 Juwelen. Und eine kleine Box. Öffnen wir die auch mal. Bam, bam. Bam. 5 Juwelen. Okay, das war ziemlich krass. Falls ihr euch übrigens fragt, wie man einen Account macht, dann müsst ihr euch einfach ausloggen. Also erstmal müsst ihr natürlich eine Supercell-ID haben, ansonsten ist euer Account weg. So, der Pay-to-Stan-Account. Megabox Nummer 3. Was ist da drin? Da ist wieder nichts drin. Was ist denn hier los? Okay, Rosa, Spike, Tara, die ganzen Punkte sind okay. Klar, Pay-to-Stan nehme ich, aber da sieht man auch mal, wie gut Megaboxen sind. Weil man glaubt immer, oh, die sind mega krass, da muss was drin sein. Aber nee, die sind halt einfach nur, haben einfach einen Wert von 10 Kisten. Okay, auf zu meinem verstaubten Team-Account. Den spiele ich aktuell noch nicht weiter. Nicht, weil ich nicht möchte, denn ich habe eine Idee für den Account. Und für die Idee darf ich mich erstmal nicht allzu hoch bringen von den Trophäen. Bei dem Account darf ich nur die Dreier-Modi spielen. Ja, aber ist halt erstmal auf Eis gelegt. So. Okay, die letzte Megabox. Mal sehen, was da drin ist. Komm. Hier haben wir noch fast nichts. Ernsthaft. Hier haben wir erst 13 Brawler. Also da muss was drin sein. Da könnten vielleicht sogar 2 drin sein. Okay. Wenn da nichts drin ist, wäre ich traurig. Da muss eine 6 stehen. Und da steht eine... Wieder eine 5! Hä? Ich habe 4 Megaboxen geöffnet. Teilweise auf einem Account, wo ich nichts habe. Und ich krieg nichts. Bull, Poké. Klar, die Punkte sind okay. Wobei eine Megabox hat ja einen Wert von 10 Kisten. Also... Die Chance ist nicht gigantisch, dass man was zieht. Aber morgen gibt es ja wieder ein Geschenk. Ich denke, es gibt jetzt nicht jeden Tag eine Megabox. Vielleicht gibt es auch mal einen Skin oder sowas zum Ende. Vielleicht eine kleine Box, eine große Box. Mal gucken, was es gibt. Uns fehlen übrigens noch 500 Trophäen. Dann sind wir bei 20.000. Und ich habe, glaube ich, noch 5 Tage Zeit. 4 Tage? Drei Tage. Was wir jetzt aber machen, wir gehen mal in Powerplay. Denn ich habe ja gestern schon angefangen, immer absichtlich mit den völlig falschen Brawler in Powerplay zu spielen. Denn es gibt ja Statistiken, welche Brawler auf bestimmten Maps stark sind, welche schwach sind. Und da habe ich gestern die schwächsten genommen, weil diese Season ist einfach kaputt. So, es gibt 2-mal Starkampf, es gibt 2-mal Takedown. Diese Modi sind für mich, also meiner Meinung nach, sehr, sehr glücksabhängig. Starkampf ein bisschen weniger, aber ich kann da einfach nicht solide Punkte rausholen. Und deswegen scheiße ich ein bisschen auf diese Season und spiele einfach mit zufälligen Leuten. Am stärksten auf dieser Map sind übrigens Jean, Tick, Brock, Karl, Mortis, Penny, Pam, Piper. Am schlechtesten ist El Primo, Frank, Shelly, Rosa. Für El Primo und Frank habe ich keine Star Power. Aber für Shelly. Shelly habe ich eine Star Power.
Darüber ist Rosa, Bull, Bibi. Also quasi alle Nahkämpfer sind einfach furchtbar. Ich liebe übrigens immer noch den Shelly-Skin. Ich finde, das ist einer der coolsten Skins im Spiel. Wer auch immer den designt hat, Shoutout, der ist richtig cool. Kleines Sorry an meine Teammates jetzt. Aber ich sag mal so, ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht der Schlechteste in der Runde sein. Poco ist ja übrigens auch sehr, sehr schlecht. Statistisch war der, glaube ich, irgendwie der 20. Schlechteste. Und mein Teammate spielt Poco und ist einfach nicht nice so, die Team-Kombo. Ja gut, ich versuche natürlich trotzdem zu gewinnen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier die Runde einfach wegwerfe. Aber das ist natürlich nicht immer so leicht. Ich beschäftige den Poco mal hier. Den Rico auf der Seite. Der wird vielleicht super bestimmt. Cool, was du übrigens machen könntest. Rechts ist im Rico seit 20 Jahren. Du könntest den Rico mal challengen und den killen. Wie wär's? Ja, macht er jetzt stark. Gut. Weil hier die zwei irgendwie. Also wir sind drin im Spiel. 7 zu 8, das geht. Obwohl. Also wieso hat er überhaupt Poco gewählt? Ja, der Crow war ein Trottel mit dem Jump. Okay. Wir sind immer noch im Start. Wir sind immer noch im Start. Es ist immer noch nicht verloren. Schön, schön, schön. Schön. Schön, wir führen. Wow. Was zum Teufel? Okay, wir liegen hinten. Das ging jetzt schnell. Ich habe zwar noch 2 Kills gemacht, ich bin den Genen auch jetzt halt 6 Sterne gegeben, aber es ging sehr, sehr schnell. Ich habe den Rico dann super am Start, ja. Er macht wie alle Ricos und haut einfach viel zu früh raus. Ja. Oh. Noch ein Kill gemacht. Oh, schade, schade, schade. Ich dachte, da geht ein bisschen mehr. Ja, ey, ich würde nicht sagen, dass der schlechte Spieler war in der Runde. Ich würde sagen, der Poco war ziemlich nutzlos. Der Colt hat zum Besten gegeben. Und ja, ey, nehme ich mit die Runde. Oh, die Gegner haben... Ey. Alter, warum wählen die Leute so komische Brawler? Ich habe eine Shelly im Team und einen Bull. Beide furchtbar auf der Map. Nicht nur statistisch, sondern auch, wenn man ein bisschen Logik mal anwendet. Die Gegner haben El Primo und Shelly. Beide furchtbar schlecht. Nicht nur statistisch, sondern auch, wenn man ein bisschen Logik anwendet. SC Freiburg. Da kannst du auch selbst drauf kommen, dass es eine dumme Idee ist, El Primo hier zu wählen. Ja, bin ich nicht weggekommen. War nicht optimal. Aber, also wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann wäre ich sogar echt ein bisschen enttäuscht, weil das sieht nach einem easy win aus, ehrlich gesagt. Dreidel, dreidel, dreidel. Ja, war ein bisschen zu gierig. Ich wollte auch gar nicht den Slide machen. Hab ich da ein bisschen verdrückt. Aber ging klar, wir haben Kill gemacht, auch wenn es nicht optimal war. Shelly, hast du. Schön, Piper, schön. Oh, 80% meiner Tode, die mir eine Penny gemacht hat, sind durch diesen dummen Münzschuss gekommen. Einfach, weil mein Gegner getroffen wurde von der Piper und ich... warum sag ich mal Piper? Von der Penny und ich nur einfach geschluckt habe. Jedes Mal, ey. Ich slide mal komplett hart weg. Komplett. Wir verlieren es auch. Aber ganz ehrlich, wer sich halt so hart von der Penny zerballern lässt, wie meine Shelly aus dem Team, der hat es auch verdient, ganz ehrlich. Jetzt habe ich mich hart zerballern lassen. Shelly, schön. Ich meine, es ist nicht verloren. Im Leben nicht. Wir müssen jetzt nur easy 2... Es ist verloren. Die Penny hat gesehen, okay, ich kann die Shelly in dieser Runde 30 mal killen und hat es halt einfach gemacht. Ich muss sagen, vom Prinzip her könnte ich mir Bibi hier okay vorstellen. Zumindest von allen Nahkämpfern am okaysten. Ach, Rosa, warum? Du kannst mir nicht erklären, dass der nur Rosa Star Power hat. Warum wählst du freiwillig Rosa aus? Das check ich halt einfach nicht. Das will nicht in meinen Kopf gehen, dass man das... Das will nicht in meinen Kopf gehen, dass man das so auswählt. Ernsthaft. Schade, hätte ich einen Punch noch reingekriegt, wäre es stark gewesen. Hätte ich nämlich noch supern können danach und hätte schön abgeräumt. Aber war jetzt echt ein bisschen Kamikaze, was ich gemacht habe. So, Rosa macht einen Kill. Komm, zumindest einen Sieg wollen wir haben. Komm. Greif an, ja. Ja. Yep. Wir können zurückziehen, Leute. Wir können abhauen. Leute, wir können abhauen. Oh, supern war unnötig. Okay, das haben wir aber. Ich weiß nicht wie, der Barley könnte so gut uns alle killen. Aber kriegt er nicht gerade so gut hin. Deswegen. Bam. Kommt zurück. Oh,
Kommt denn nochmal die Kugel? Oh, schade. Keine Ahnung, was die Rose da versucht hat übrigens. Die ist mit 200 Leben in den Nahkampf gegangen gegen Barley, statt wegzulaufen. Ja, gut. Ja, wir führen. Also das müssten wir jetzt gewinnen, ohne Scheiß. Wäre enttäuscht, wenn wir es nicht gewinnen würden. Obwohl die Rose... Ich check die Rose nicht. Bisschen Pech, liegen wir gleich noch hinten. Es sei denn, der kommt ein easy... Er kommt, okay. Oh, die Rose ist weggelaufen. Seit wann kann die Rosa weglaufen? Schau dort an die Rosa. Hat weglaufen gelernt auf den letzten Metern der Runde. Ja, haben wir gewonnen. Ey, hätte ich jetzt mit einem richtigen Brawler gespielt, wäre es wahrscheinlich ähnlich ausgegangen. Und ja, die Rosa ist Starspieler geworden, aber sie hat schlecht gespielt, weil sie halt wirklich einfach immer Kamikaze-mäßig in den Gegner reingelaufen ist. Ist nichts drin. Okay, ja. Glückwunsch zu Marcel zum Geburtstag. Danke für die Megaboxen. Hat mich gefreut. Wäre da was drin gewesen, wäre es cooler gewesen, aber es ist auch ein bisschen zu gierig. Ich will nicht nur eine gratis Megabox, ich will, dass da auch was drin ist. Ist ein bisschen zu gierig. Weiß ich ja. Aber gut, dann will ich sagen. Hattet ihr was drin in euren Megaboxen? Schreibt es mal in die Kommentare und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.